Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Part Project. Ja, also ich spiele jetzt mal mit einem Kommentar hier runter. Und wie ihr seht, habe ich schon eine Menge gespielt. Also nicht wundern. Und ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ja, toll. Wir sind ganz unten. Also, ich bin Eladry. Und ja, also ich bin auch gelb unterlegt, also jeder Spieler, zum Beispiel der QB 1986, der den M6 spielt, der hat das Gelbe bei sich. Ja. Ich bin ein relativ schwacher Panzer, darum, ja, wie nehmen wir denn mal? Oh. Ja, komm, dann spielen wir mal mit dem da. Also das ist ein Scouter eigentlich. Und ich möchte zu dem da. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was es alles gibt. Also es gibt Chinesischen, den Französischen, den Deutschen, Englischen, Amerikanischen und Russischen, also die SSR. Und alles gibt es unterschiedlich. Jetzt nehmen wir die Franzosen. Hier, alle mit diesem Dreieck, also ungefähr Dreieck, sind Jagdpanzer. Das hier sind leichte Panzer. Und das ist Artillerie. Wo ist es? Hier zum Beispiel, der D2, das ist ein mittelschwerer Panzer. Der hat dann zwei solche Striche. Und der B1 zum Beispiel, der hat drei Striche und ist ein sehr schwerer Panzer. Also, okay. So. Da haben wir's. Und diesmal habe ich wohl ein bisschen Höhe, weil ich bin 4er und der Höchste, der ist schon 6er. Der Gegner auf der Seite. Und ne, ich glaube, ja, aber die Seite ist auch gut, ist der 6er. Ja, jetzt mal ein bisschen. Legen wir los! Wow. Thank you.
kann man nicht mehr weiterfahren. Und da kann man nicht mehr fällen, weil der Blocker offen sein muss. Weil meins so geleckt hat, dass ich keine Chance mehr hatte. Aber das kommt jetzt hauptsächlich davon, weil ich aufnehme. Und ja, das ist nicht allzu gut. Weil das einfach nur, weil die hat die zum Beispiel die Hellcat, die ich jetzt gerade also zerstört hat, die hat, ist halt extrem wendig. Wenn wir halt, und dich herumfährt und deinen Turm nicht schnell genug dreht und es halt leckt, dann hast du keine Chance. Ja, okay, dann nehmen wir noch einen Stück. Also, das Stimmische 2. Ganz nett zu fahren, finde ich. Und ja, also, dann mal gucken, wie es aussieht. Ja, also zum Schluss kommst du über den Panzerjäger 1, dann glaube ich Panzer und dann bist du beim Schluss. Also beim Sturmgeschütz 2, da kommt der, weiß ich jetzt nicht auswendig, dann kommt der Jagdpanzer und danach kannst du zwar nicht springen, aber am Ende kommst du zu einem. Ich glaube, da kommst du zum Ferdinand. Oder zum anderen oder gerade so. Ja, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber ja, mal schauen. Also kann ich euch ja gleich mal zeigen. Das ist schon mein. Weil zwei Kopfen drauf habe. Los geht's! Weil halt, ich habe
sind wirklich richtig gut. Also, wenn es euch gefallen hat und ich noch mehr davon machen soll, dann liked es. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch abonnieren. Bis dann!